Gott. Oh. Ja, da ist jetzt schon ein bisschen mehr los. Ah, da ist man auf die Conquistador Shark, oder? Mhm. Optisch geht da was, ne? Was ist dieses Parfüm? Irgendwas ist noch da, so was Fruchtiges, so ein Apfel? Es ist eine Apfel. Frucht. Eine Frucht ist dabei, die das Süße abfängt. Und auch was Cremiges. Boah. Ja, das nimmt das sehr, sehr schön mit. Dann diese Länge von den Jakobsmuscheln. Das wäre so meine Vorstellung. Es gibt doch Rosamunde Pilcher. Und da gibt es die Romane, die in Cornwall spielen. Jetzt wird's romantisch, Tobi. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Tobi weiß, wer Rosamunde Pilcher ist. Rosamunde Pilcher ist mein Lieblingsfilm. Einfach nur geil, ne? Kennst du Rosamunde Pilcher? Ja, leider. Wenn du morgens auf dem Markt in Cornwall einkaufen gehst und dann so ein schönes, sommerliches Gericht kochst, das ist für mich Rosamunde Pilcher, die ich noch nie gelesen habe, auf dem Löffel. Ist ja so ein bisschen jodig, war das Ganze. Ja, aber du hast halt so eine tiefe Meerigkeit. Ne? Also das ist wirklich, du sitzt am Meer. Der Geniestreich für mich auf diesem Löffel sind die Apfelkugeln. Dieser grüne Apfel, drei Perlen, die sich wahnsinnig gut verkauen, die eine Fruchtigkeit, eine Säure geben. Yes. Mit den Apfelperlen war einfach dieses Mal, hat es irgendwie Klick gemacht bei mir. Einfach gut gematcht. Das ist so ein schönes Spiel aus verkauenden Aromen, die dann so schön immer größer werden. Das ist der Meeresfenchel und die Jakobsmuschel. Die tanzen über den Löffel. Oh, Alexander tanzt. Oh, wow. Wunderbar. Ja, also wenn man so ein Kompliment von dem eigenen Coach bekommt, dann geht schon das Herz auf. Also das ist genau das, was ich mit diesem Löffel erreichen wollte und er hat es perfekt verstanden. Könnte da der Johannes dabei gewesen sein? Das sagen wir einfach jetzt bei jedem Löffel. Irgendwo war er schon dabei. Ja. Oh Gott. Ist das eine Gurkenrolle? Ja. Da könnte vielleicht der Johannes dabei gewesen sein. Das sieht schon auch sehr professionell aus. Finde ich auch. Boah, der hat jetzt das erste Mal auch Schärfe. Oh Gott, ich hab voll jetzt Rassen, ich brauch da noch nicht. Ich muss noch nachdenken bei dem. Ich glaube, dass irgendwie durch irgendeine Säure die Fasern des Taschenkrebses leider ein bisschen trocken geworden sind. Das ist ein bisschen übergart, finde ich. Also das ist ein bisschen, die Frische fehlt so ein bisschen. Ich finde, dass der Löffel nicht balanciert ist. Das Verhältnis zwischen Gurke, Flüssigkeit und Taschenkrebs, das ist disparat voneinander. Die Gurke spielt ihr Gurkenspiel, das Taschenkrebsfleisch hängt in der Luft. Das hat schon einen Grund, warum du Taschenkrebs eigentlich immer mit Mayonnaise verbindest, damit das zusammenklebt. Die anderen Taschenkrebse sind jetzt auch nicht auf diese klassische Mayonnaise reinballern, sondern das war immer unten eingearbeitet, nie bei der... Aber es ist als Textur-Mayonnaise ja, Mayonnaise genau. Trägt das einfach, ne? Da das lässt das leben. Not Sicher? Enough. Ja, da war auf den Seiten war irgendwas. Ich glaube, da kam auch die Schärfe her. Aber ich her. Fand, das ist das, was ich schmecke. Ja. Ich fand den Löffel ästhetisch nicht schön. Ich fand, er war überladen. Er war mir zu groß. Das ist schwierig für mich. Da war unfassbar viel richtig gedacht. Aber die Gurke durch diese Größe macht sich auf, blättert sich auf, sagt also bitte, ich bin jetzt da. Dann sagt der Taschenkrebs, warte mal, ich komm gleich ums Eck. Und das hätte man ändern können durch eine andere Proportion. Also ich hoffe einfach, dass das kein roter Stern wird, ne? Ui, ein kleines Packerl. Dankeschön. Da könnte Johannes dabei gewesen sein. Wurde da so eine Art Biss gekocht? Boah. Ich glaube, da hat das Konzept ein bisschen gefehlt, ne? Da wusste man nicht so genau, wo will man da hin. Also es hängt sehr an der Würze. Du bist gut. Muss ich sagen. Ich sag immer, an die Grenze Würze ist ein Löffel, aber
der ist so scharf im Salz und in der Reduktion von der Bisque, dass es mir die Zunge richtig... Ich glaube, da ist zu viel reduziert, zu viel abgeschmeckt. Um Gottes Willen. Das ist echt schade, weil die Überlegung ist gut, aber der ist so würzig. Ich glaube, es gibt Momente, wo man einfach auch mal sagen muss, das kannst du nicht mehr retten. Ja. Ja, und hier haben wir ein Zusammenspiel, was einfach in sich so düster ist. Düster heißt immer etwas sehr, sehr Kräftiges, wo aber eigentlich jetzt eine Frische gebraucht wird. Tut mir leid, das Ding ist nix. Dass das wirklich so Schlag auf Schlag geht, macht richtig, richtig viel Spaß. Deswegen Yippie-Aye mit den Nächsten. Oh, der sieht ja toll aus. Sieht ja heftig aus. Was für ein schöner Löffel. Die geben ja jetzt alle Vollgas. Sind die jetzt alle so beflügelt? Was ist das für ein Fisch? Ist das Seezunge? Nein. Das ist, nein. Was ist das? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Kurze Frage. Ja. War er da dabei? Sicher. Wow. Das ist roh. Mhm. Hätte man den Fisch ein bisschen dünner? Ja. Aber wir müssen noch einmal in den Schneidkurs, wie schneide ich rohen Fisch so, dass er dann nachher auch perfekt auf dem Löffel funktioniert. Machen wir zusammen, Alex. Aber hinten raus, Meerfenchel. Der Gaumen ist jetzt ausgekleidet von diesen Meeresaromen. Ja, absolut. Das war so ein bisschen wie der Zungenkuss des Meeres, so Schlabberlabberzunge im Mund. Seezunge. Zungenkuss des Meeres. Cool, aber geschmackig, Leute da hinten, total. Alles schon wieder richtig gut. Dankeschön. Ja. Uiuiui. Sehr schön. Danke, danke, danke für 5 verschiedene Arten von Highlights, Momente auf den Löffel. Nummer 6 wartet, her damit. Jetzt bin ich gespannt, was Sie sagen. Im Team kochen ein Stern, im Solo kochen noch ein Stern, das wäre die absolute Krönung. Die Kirsche auf der Sahnetorte sozusagen. Oh, das gefällt mir. Taschenkrebs, oder? Ja. Mach mal die Augen zu und riech nur dran. Mmh. Das ist dieser Taschenkrebsgeruch, frische, grüne Aromen. Okay, ich probiere mal. Weißt du, ich habe so das Gefühl, dass die ersten 4 Löffel waren alle komplett aus dem Raue-Team, weil da viel geschmackliche Exzellenz dabei war. Ja, wenn wir geschmackliche Exzellenz haben, jetzt schiebt man den Löffel rein. Ja. Das ist einfach so viel mehr passiert, als du erwartet hast. Ich finde, das ist eine geile Küche. Fuck, ist das Ding gut. Von diesem Krebs? Ja, wirklich. Diese geile Textur von dem Krebs in Verbindung mit dieser in die Spitze gezogenen Säure. Ja, der Löffel war halt trotz seines Purismus unglaublich komplex und finessenreich. Ne? Fantastisch. Absolut. Das ist richtig, richtig gut. Aber der Taschenkrebs ist schon eine blöde Sau für die Zähne, das sage ich euch. Oh, Mr. Zahnstocher ist back in town. Aber das war da vielleicht Johannes damit dabei? Nee. Sensationell. Yes. Jackpot, dass sie den Purismusgedanken auch verstanden haben. Und dass sie den dann auch aber irgendwie gelobt haben, sozusagen. Danke, Johannes, fürs Coaching. Wir sind jetzt schon bei Löffel Nummer 7. Ihr habt in erster Linie erstmal wirklich fantastisch gekocht. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Ataschal. Ist das Kohlrabi? Ah, sieht schon sehr professionell aus, ne? Also ausschauen tut er richtig. Richtig fein, finde ich. Ist auch schon wieder so geil. Ist da Rettich drin? Hm? Das finde ich geil. Ganz andere Geschmacksebene mal. Ja, finde ich auch. Sehr, sehr guter Streich. Boah. Bin raus. Tim sagt, er ist raus, aber was hat er? Wasabi?
Boah. Also ich konnte jetzt nicht alles richtig verkauen, weil bei mir hat es gerade so gescheppert. Hat der Schale gefunden? Ja, wirklich auf ein dickes Panzerstück gebissen. Echt jetzt? Hat er echt auf Panzer gebissen? Oh, bitte nicht. Es ist ein absolutes No-Go, wenn das drin ist. Da muss man dann auch sagen, hey, das ist scheiße. Ich habe Schale sowas von dezidiert nachgeguckt. Ich kann mir das nicht erklären. Sag bitte nicht, dass er eine Schale hatte. Schande über mein Haupt. Das ärgert mich wirklich zu Tode. Sowas darf halt einfach nicht passieren. Das darf nicht passieren, aber es ist halt leider passiert. Ich finde halt, dass der Löffel sehr, sehr konträr in der Aromenwelt ist, die da drauf ist, durch Rettich, diese Haselnuss, der Taschenkrebs. Das ist eine neue Welt. Den Sud fand ich sehr, sehr schön. Super, dazu. Ja. 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 Die Kartoffel, das ist nicht so, wie Kartoffelspiralen frittiert aussehen sollen. Das ist nicht goldgelb. Genau, das ist lange nach Gold. Ja, es war so ein Ticken aber, zu lang drin. Aber die Frage ist, braucht dieser Löffel als Konsistenz eine knusprige Kartoffel? Nein. Das meine ich. Nein, da bin ich ganz bei dir. Einfach weggelassen. Ja, genau. Hätte keiner vermisst. Haben Sie recht. Haben Sie es einfach weglassen sollen. Ne? Haben Sie zu 100% recht. Klassisch verzockt, ganz klar. Also wirklich auf die falsche Zahl gesetzt. Und so ist es. Okay, Yvonne ist fix und fertig. Speck mit Taschenkrebs, da bin ich jetzt sehr gespannt. Bisschen Segediner Krautfleisch vom Taschenkrebs. Mit wunderbaren Kumquat-Noten und ich finde, dass hier die Bisque, also auch so ein Krustentier-Sud als Basis für die Mayo, sehr, sehr schön eingearbeitet ist. Ja, und ne? Da ist sie heller. Ja. Da ist sie heller und es wurde diese Röstung früher gestoppt oder die Reduktion früher gestoppt und dadurch hat die was Frisches. Sehr, sehr fein auch angerichtet, ja. Und der Kumquat, überraschend. Was mir ein bisschen hier gefehlt hat, ist etwas, was beim Essen irgendwie textural gegen den Taschenkrebs auch mal arbeitet. Also mein Gedanke war ja bei der Textur, dass der Bacon so knusprig ist, die Mandel so knusprig ist und dass das mit der dann so ein bisschen dagegen hält. Es war einfach plötzlich breiter Taschenkrebs, breit mit Aromen. Und ich hätte mir hier gewünscht, noch irgendwas, so wie bei den anderen Momenten, wo wir hatten, ob es die Apfelperle war oder jetzt da vorhin mit dem Rettich, das Tascherl, wo du nochmal drauf beißt. Das hätte ich mir jetzt da noch gewünscht, wo gleich ja von der Aromatik her sehr, sehr schön gedacht ist. Normalerweise, wenn es richtig schlecht ist, hört man es auch. Gut. Muss jetzt kurz überlegen, Entschuldigung. Kein Problem, nach 8 kommt immer 9. Und damit sind wir auch schon beim letzten Löffel der Verkostung. Vielleicht kommt jetzt noch eine fette Überraschung und jemand überholt das Feld und setzt sich an die Spitze. Fette Überraschung bedeutet bei dir eigentlich immer gebacken und Mayo, oder? Nein. Da ist der Hannes dabei übrigens. Ui. Da ist auf jeden Fall ein Lamm dabei. Boah, ganz runder, schmalziger Löffel. Schmalzig werte ich als sehr positiv. Das ist etwas, was man gerne isst, wo man vielleicht noch mal ein Stück Brot reintunkt. Sehr suffig, breit, Heimatküche. Das ist jetzt ein Löffel, der mich weniger mitreißt. Das Lamm war wirklich gut gegart, aber gut ist in dem Feld hier heute vielleicht nicht gut genug. Das bin ich. Das ist meine Küche. Und ich weiß jetzt schon, dass ich gleich einen roten Stern kriege. Aber ich stehe hinter dem Löffel, das bin ich. Und wenn das für den Taste nicht reicht, dann ist das so. Gleichwohl, ich ihn liebe. Oh. Oh, wow. Er tief in mir, in meinem Herzen, einen kleinen weißen Fleck fabriziert, der da lautet und laut zu mir im Ohre schreit, ein bisschen mehr von dieser Heiterkeit. Auch genau richtig für hier und diese Sendung. Schauen wir weiter. Ich mache eine Endung. Danke. Das war aber gut. Ja. Wow. Ja, ja. Willst du mich verarschen? Goethe oder Schiller?
ein Hermann. Wow. War das jetzt Freestyle? Nein. Nee, es war gefreestyled, Alter. Wow, also 9 Löffel, wo jeder seinen eigenen Charakter hatte. Aber jetzt müssen wir erst einmal für uns entscheiden. Es wird nicht einfach. Löffel sind mega krass. Goldenen oder roten auch zu finden, boah, das ist echt schwer. Ich mache es nicht nur allein am Geschmack aus, auch ein bisschen am Handwerklichen, auch ein bisschen an der Idee. Also ich spinne das Rad jetzt schon ein wenig größer. Es war jetzt auch nichts ganz Schreckliches dabei, ne? Also von daher hoffe ich einfach mal so in der Mitte durchzurutschen. Hi. Hallöchen. Die Coaches haben Sterne vergeben. Und ihr kennt unsere Farblehre. Goldene Sterne gibt's für die besonders guten Löffel. Rote Sterne gibt's für die Löffel, die nicht so gelungen sind. Und die bei uns dann in der Regel ins Entscheidungskochen gehen. Sollte jemand einen goldenen und einen roten Stern bekommen, heißt es trotzdem Entscheidungskochen. Ich werde jetzt gleich 2 Namen sagen und ich möchte, dass ihr zu mir nach vorne kommt. Sabine. Oh, ich hab's gewusst. Okay, jetzt gibt's einen roten und habe mich schon innerlich darauf vorbereitet, in die nächste Schlacht zu ziehen. Und Jan. Ich glaube nicht, dass ich heute ums Entscheidungskochen herumkomme. Sabine, du weißt, wie es ist, im Entscheidungskochen zu stehen? Ja. Jan, du bist the last man standing in Team Grün. Ihr seid beides unsere Hobbyköche mit total viel Herz und Leidenschaft. Und ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Mhm. Dir geht echt der Hintern auf Grundeis und dir rutscht das Herz in die Hose. Ihr beide, ihr müsst jetzt allein. Hier bleiben und auf die Kandidatenlounge aufpassen. Ja! Vorwärts gefiesen, Nummer! Ja, geschafft! Kein Entscheidungskochen, kein roter Stern. Durchgerutscht ins Halbfinale. Besser geht's nicht. Nein! Dich drücken wir nicht mehr. Danke. Boah, mein Herz, ey, ich sterb. So. Also, ich glaube, man konnte bis nach Timbuktu hören, wie mir der Stein vom Herzen gefallen ist. Alle anderen, kommt mit mir mit ins Studio. Für euch gibt es Sterne. 8 Sterne, 7 Leute, das ist... Puh. Oh Gott. Scheiße. Schon heftig, der Hermann wird sich denken, Prost Mahlzeiten. Wir sind gespannt, deswegen bitte Türen auf. Was ist denn hier los? Boah. Was ist denn hier los? Alter Falter. Ja. Ha. Mein lieber Glanzverein, mein ganzes Team, herzlich willkommen. Hi. Ja, bei mir fast das ganze Team. Victoria hat auch durchaus das Entscheidungskochen bei ihrer letzten Teilnahme kennengelernt. Also das heißt, das ist für mich der 50-50-Joker. Der Löffel, der heute meinen goldenen Stern bekommt, der hat mich gepackt. Da war die Säure, da war ein bisschen Süße, da war ein bisschen Knack, da war alles da. Und kein Mühe zu viel. Danke für diesen Löffel, das ist mein goldener Stern. Wow! Victoria! Danke. Es wird auch mal Zeit für den ersten goldenen Stern. Vielen, vielen Dank, ganz großartig, Victoria. Vielen Dank. Ich habe mich riesig für Victoria gefreut, auch wenn es nicht von mir kam, aber sie hat einen goldenen Stern gekriegt für einen Löffel, der wirklich ein aromatisches, kleines Knaller-Explosions-Aromfeuerwerk war. Mein roter Stern geht an einen Löffel, der super gedacht war. Oh fuck. Aber irgendwo zwischen hier und hier ist da was schief gelaufen. Da ist wer ausgerutscht. Das ist mein roter Stern.
Boah, ich trau mich gar nicht hinschauen, ey. Oh. Verena. Sagst du uns, was es war? Ich habe mich halt sehr darauf konzentriert, viel auf diesem Löffel zu machen und ganz, ganz viel zu kochen. Ja. Und ich wollte dann halt umso mehr zeigen, dass es nicht immer nur minimalistisch, sondern ganz, ganz viel gekocht wird. Ja. Ich, Verena, nicht falsch verstehen. Ich möchte nur, dass du das irgendwie nachvollziehen kannst. Das viele Kochen, das war ja gut gedacht. Diese Reduktion war einfach sehr, sehr, sehr würzig. Es tut mir leid, Verena. Alles gut, ich verstehe das total. Danke. Der Löffel, der von mir einen goldenen Stern bekommt, der war Sommer, Sommerwiese. Es war ein Tanz, so dein Produkt verarbeitet, was wir hier alle als eher schwierig empfunden haben. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so elegant einbinden kann, aber bei diesem Löffel ist es absolut gelungen. Mein goldener Stern geht an diesen Löffel. Yes. Danke. Vielen Dank. Oh, yes. Dritte Runde Gold, vierte Runde Gold, fünfte Runde wieder Gold. Also ich würde mal sagen, es läuft sehr, sehr gut mittlerweile. Was war denn drauf? Ich habe die Jakobsmuschel gemacht. Ah. Unten drunter Fenchel ein bisschen entsaftet, eine Chili-Mayo und den Meeresspargel, den habe ich vorne als kleines Türmchen drauf. Ja, der war sehr voll, aber trotzdem wunderschön. Also ist ein ganz schönes Schlitzohr, ne? Danke, danke. Natürlich muss ich jetzt eben auch nach der Sonnenseite auf die Schattenseite wechseln. Und der Löffel sah erstmal sehr professionell aus. Aber als ich dann probiert habe, war da eine Diskrepanz. Was schade war, weil die Idee war sehr gut. Aber die Bildgeschmacksschere ist einfach zu weit auseinander gewesen. Deshalb geht mein roter Stern an diesen Löffel. Ich hab's mir gedacht. Leider. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also ich habe eine Grapefruit-Vinaigrette gemacht mit Chili. Und es muss dann einfach weiter, also es muss gegart sein durch die Grapefruit. Es ist halt eine Momentaufnahme. In dem Fall hat es nicht ganz so gut funktioniert. Ja, tut mir leid. Mein goldener Stern. Es war so kompakt und es hatte so alles und es war so schön und da geht er hin. Zur Victoria. Dankeschön dafür. Danke auch, ich freue mich sehr. Ja, auch noch an Alexander, ich habe ja auch noch Platz hier, deswegen passt das ganz gut, noch einen Stern abzuräumen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte für mich bei diesem roten Stern gewesen. Ich habe mich ganz salopp für einen Moment entschieden, wo ich gesagt habe, ja, schon, und dann war es weg. Und da geht mein roter Stern hin. Oh, shit. Mir war bei der Kritik nicht klar, dass es so schlecht ist. Liebe Yvonne, was hast du da alles drauf gehabt? Ich hatte einen einreduzierten Bisque, habe den abgebunden mit einer Mayonnaise und Piment Espelette, den Salat und Kumquat und ja. Wir haben einfach ein paar zusammenhaltende Details gefehlt. Es war nicht viel, aber wir sprechen von Runde 5, von All-Stars, von viel Qualität. Verzeih es mir. Danke. Gut. Ich hoffe natürlich, wenn ich jetzt auf meinen goldenen Stern drücke, dass er nicht zu Theresa geht, sondern das Ego hinbekommt. Es gab für mich zwei Löffel, die mich extrem begeistert haben. Und einer hat einfach das Grundprodukt, diesen Taschenkrebs, noch ein bisschen mehr in die Höhe gehoben und deswegen gibt's da Gold. Besser kann nicht laufen, ich freue mich sehr. Yes! Ach, schön, ey. Ein Tag voller Geschenke. Und
wenn ich in der Situation gewesen wäre wie der Tim, ich glaube, ich hätte mir genauso einen roten Stern gegeben. Ja, kleiner Fehler, kleine Nuance, roter Stern. Sowas passiert halt einfach und man ist halt jetzt einfach in der Bringschuld, um es einfach besser zu machen. Jetzt gibt's ein großes Tag-Team-Battle. Gelb gegen Rot. Das ist eigentlich fast schon finalwürdig. Das wird für uns beide keine einfache Kiste werden. Die Mädels sind ja auch super stark. Keine gute Situation. Oha, mit Yvonne und Igor, ganz ausgezeichnete Köche. Das wird wirklich sehr schwer. Vielen lieben Dank, dass ihr alle hier und da wart. Jetzt könnt ihr abmarschieren. Wir haben gleich großes Entscheidungskochen mit 4 Kandidaten. Bis gleich.